hier bereit ist. Erstraffung der Verwaltung. Wir waren uns alle einig, vor 2 Jahren eine Ebene der Schulverwaltung zu streichen. Wo ist das jetzt alles? Alles wieder ad acta gelegt. Bei der Sozialversicherungsanstalt. Wir haben den Vorschlag gemacht, diese 22 auf 3 zu reduzieren. Einen Sozialversicherungsträger für die Pensionen, einen für die Gesundheit, einen für die Unfallversicherung. Eine ganz normale Sache, über das sollten wir diskutieren und reden. Nicht einmal ein Vorhabensbericht von Ihnen wird hier vorgelegt. Oder bei den Pensionen. Warum streicht man nicht die Hakler-Pension, diese Privilegierung bei den Beamten, die 40 Jahre brauchen anstatt 45 Jahre bei allen anderen? Und da könnte man auch ganz viele Vorschläge bringen. Sie wollen darüber nicht diskutieren. Ich möchte, dass über dieses Paket ordentlich diskutiert wird. Wir geben Ihnen noch einmal eine Chance. Und nämlich über einen Antrag, den ich einbringe, dieses Paket an den Ausschuss rückzuverweisen. Wenn Sie das ehrlich meinen und nicht so reden wie die Frau Finanzministerin, es ist völlig egal, was der Einzelne, was der Steuerzahler denkt, wir sind wir, dann stimmen Sie diesem Antrag zu. Frau Abgeordnete, Tschürgitz, bitte. Dankeschön, Herr Präsident.